und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Anna und Anna und heute geht's wieder um BTS, wie immer. Was machen wir heute? Heute werden wir ein YouTube-Video anschauen. Es geht um die BTS-Video-Compilation von alle Publicities, die die gemacht haben. Ja, von der ganzen Werbung. Ja. Genau. Fangen wir direkt an. Let's go! Oh, da würde ich jetzt auch gern sein. Das ist super lustig. Spielt Ukulele. Ich liebe Ukuleles. Ist das ein Saft-Commercial? Sieht so aus, ne? Über Kokos. Ah. Was ist das? Ich hab nicht erwartet, jetzt ehrlich. Chicken! Es war wirklich unerwartet gerade für mich. Ja, ich habe einen Saft erwartet. Das wird um etwas Süßes gehen. Ich habe gedacht, irgendwas mit Cookies oder so am Ende. Ja, oder so. Und aber dann nicht Fleisch. Auf einmal Chicken. Aber es sieht voll lecker aus. Ich liebe ja dieses Fried Chicken in Korea. Ich habe nie mit Kokos probiert, aber würde ich sehr gerne. Schmeckt es eigentlich wie bei KFC, die Chicken-Sachen? Besser. Besser, oh Mensch. Viel besser. Hm. Okay, gucken wir weiter. Hm. Oh, es ist so knusprig. Hyundai? Ich liebe das mit dem Autos mehr. Ist das Hyundai? Keine Ahnung. Wie romantisch. Zusammen den Mond angucken. Dazwischen hinlegen wäre super. Der Mond. Das gibt es auch in diesem einen Film mit Jim Carrey. Ah, wo der, mit dem Mond? Ja, wo der so ein Lasso schwingt und dann zieht er den Mond so zu sich und dann gibt es voll viele Katastrophen auf der Welt. Genau. Deshalb. Ja, ist Hyundai. Hm. Wieder Hyundai? No. Es ist magnificent. Ich liebe es. Wow. The moon is really big. 그래? Mensch, das sind immer unerwartete Sachen für mich, weiß ich nicht. Guck mal bitte, wie geil das aussieht. Ich könnte jetzt so da reinbeißen. Oh ja. The skin is crispy. Mhm. Das passiert wirklich voll oft, wenn man eine Brille trägt. Ja, was ist das? Ah, das ist so wie Alexa. Ah, ich dachte, es wäre eine Luftbefeuchter, ne? Habe ich auch gedacht. Wir brauchen das für die Termine und so. Mit so einem Surfbrett. Jincha! BTV? Okay, dieses Tüdün nervt mich ein bisschen. Nervig? Diese Tüdün? Kurz Pause. Hey, K-Pop Publicity. Sieht aus wie so ein Musikclip. Ja, Anfang, ne? Also total wie ein Musikclip. Lass uns zusammen tanzen. Die tragen alle dasselbe. Ja, sogar stimmt. Sogar die Schuhe. Ist das vielleicht von Puma eine Werbung? Ah, ja. Die Musik ist voll gut. Ja. Ich denke, es ist wirklich Puma Publicity. Pair up to? Oh. I don't understand. I'm alone. Puma. Mm. Made by Deswegen BTS. Hat man so viel die Schuhe gesehen. Made by BTS, hat er gesagt? Ja. Ist BTS. Mein Gott. Ist Puma populär in Deutschland? Puma schon. Ja? Man kennt den, ja. Also, Fila ist wirklich eher unpopulärer als Puma. Aber in letzter Zeit habe ich viele Fila-Sachen gesehen. Viele tragen jetzt diese Schuhe. Ja? Mhm. Die mit der dicken Sohle, diese weißen. Ja, stimmt. Die vor
3 Jahren in Korea populär waren. Ja. Das kam erst letztes Jahr hier an. Aber Sachen, würde ich sagen, trägt niemand von vielen, fast niemand. Ich habe sehr, sehr, sehr selten gesehen. Ja, echt? Vor 20 Jahren schon, das war eine sehr populäre Marke. Ja, stimmt. Aber jetzt alle Russen hatten das an. Okay, gucken wir weiter. Ich habe das Gefühl, er wird auf einmal schön, oder? Ich habe da auch das Gefühl. Auf einmal ist es Sugar oder so. War klar. Wie kann eine Haut so schön sein? Wie kann eine Creme so schön sein? Oder was war das? Er hat sich gewaschen. Ist das so ein Reinigungsschaum? Schuluniform. Ich traume davon, sowas zu tragen. Ich auch, aber wir sind zu alt. Ich habe nicht verstanden, worum es geht. Das sind zwei Gruppen. Wednesday for Family. Smart. Aber keine Ahnung. Ich will dieses Auto. Oh ja, das sieht wirklich geil aus. Wow. Ich habe das sogar nicht in meinem Auto. Diese Sitze von hinten, die sehe ich auch. Das sieht so schön aus. Voll elegant. Ja, krass, wirklich. Das Problem ist, dass nicht alle Modelle in Deutschland verkauft werden. Wollte ich schon sagen, wir haben solche Modelle hier. Das gibt's nicht. Wir haben, denke ich, die billigste Modelle. Was war das? Modelle. Pala, irgendwas? Weiß ich nicht, aber das sieht krass aus. Also in Deutschland gibt's Hyundai Tucson, Santa Fe und halt diese kleineren Modelle alle, diese i20 und so, die gibt's alle. Aber diese ganz, also die, was das, was, also das, was jetzt hier gezeigt wurde, habe ich hier noch nie gesehen. Ich möchte wirklich wissen, was für ein Modell das war. Es war wirklich schön, muss ich sagen. Und das haben wir auf jeden Fall nicht. Ich denke, es ist wegen der Konkurrenz mit Volkswagen und Mercedes, BMW. Ne? Deutschland ist doch ein Auto. Marktführer. Ja. Ja, aber ich muss sagen, als ich in Korea war, habe ich da richtig geile Autos gesehen. Ja, also vor allen Dingen alles, auch was von wir hier nicht haben. Ja. Die waren richtig schön und mein Freund und ich sind die ganze Zeit rumgelaufen und waren so, das wird unser nächstes Auto auf jeden Fall. Dann so eine Straße weiter. Nee, das finde ich noch schöner. Ich will doch lieber das haben. Okay. Cool. Jessie. Kennst du die? Nein. Wie kannst du die nicht kennen? Okay, es geht um Handytarife oder so. Taeku? Boya! Es ist zu cool! Ja, ein Publicity, mein Gott. Okay, wir möchten solche Werbung auch gerne in Deutschland. Also BTS, bitte. Kommt doch nach Deutschland, um solche Werbung zu machen. Wir haben langweilige Sachen. Extra hier. Für euch würde ich sogar mir wieder normales Fernsehen anschaffen. Ja, ich habe das nämlich gar nicht. Ich habe nur Netflix und Amazon Prime und YouTube. Wir haben keine davon, nur YouTube. Aber voll schön. Und Jessie, das ist so eine Rapperin in Korea. Die hat aber lange Obwohl, Zeit. Ich kenne sie doch. Ja, die hat viele Lieder. Ja. Und die hat lange Zeit in Amerika gelebt, deshalb kann die auch so gut Englisch. Und die ist so ein bisschen, die sprengt so den Rahmen, weil die verhält sich gar nicht wie eine Koreanerin. Mm. Die ist so sehr, die hat auch gemachte Brüste und sowas. Ah. Ja. Und die spricht so offen darüber, auch im Fernsehen. Sagt so, ja, was wollt ihr alle von mir? Ich bin wenigstens ehrlich und ich sag, meine Brüste sind gemacht. Hey, cool. Das nicht, macht nicht jeder Koreaner. Ja. Coca-Cola? Dabei. Ah ja. Es ist so warm da. Hätte ich jetzt auch gerne. Bei uns ist sehr kalt. Eisbucket-Challenge! Das kann ich nicht wirklich. Auch mit 40 Grad kann ich sowas nicht. Ich auch nicht. Coca-Cola. Das Lustige ist, wir sagen jetzt, wir wären gerne da, aber Anna und ich sind die Menschen, die am Strand nur rumliegen und nie ins Wasser gehen, weil wir das einfach nicht mögen wenn es zu kalt ist, vor allen Dingen. Ja. Schlimm. Chiseo.
Wofür? Milk? Okay, Milk, Werbung. Oder Joghurt? Sieht wie, ja doch, wie ein Milch aus. Ich liebe diese Soundeffekte immer. Ich verstehe gar nichts, um ehrlich zu sein. Schade, wir haben keinen Subs. Oh mein Gott, du hast Milch getrunken. Milch macht stark. Wenn ich lesen könnte. Ja, ne? Milch. Irgendwas Milch. Zumindest haben wir Milch auf Englisch. Und wieder, mein Gott, ich habe Hunger langsam. Es ist wieder mit Kokos. Sieht aus wie Kokos. Ja, ein bisschen. Es ist vielleicht derselbe Mensch. Ach, hör auf. Ja, da steht auch eine Kokosnuss vorne drauf. Oh mein Gott, wie knusprig. Boah. Ich höre nur die Sounds. ASMR. Was ist da ja klar? Was ist so? Boah, der lebt das richtig gerade. Hör auf, Junge, ehrlich jetzt. Ja, klar. Chincha. Ich mag diese Sachen, wo die trinken. Das haben wir sehr selten hier. Ja, aber habe ich letztens auch gesehen bei Action und Nanunana verkaufen die das. Mm. Geh zu meinem Auto wieder. Beautiful. Yeah, you are. Aber worum geht's? So wonderful. Lotte, duty free. Duty free, jetzt? Sehe zum ersten Mal, dass dafür Werbung gemacht wird. Ja, ich auch. Und wieder Cola. Fußball. Ehrlich, ich trinke gerne Coca-Cola, aber... Jetzt will man auf Cola? Einmal. Ja, haben wir Cola. Ah, das war für WM. Hast du gesehen? Ah. 2018 war sogar in Russland. Das ist so wie ein Horror-Movie. Ich hasse Horror-Movie. Ich auch. Kre. Wieder Chicken. Ich liebe die Werbung von Chicken. Die ist voll cool. Es ist immer unerwartet. Chumo? Oh, wie kann man so gut aussehen? Was ist das für ein School? Irgendeine Elite-Schule. Students auf jeden Fall. Must take presents home. Give me more. Please. Okay. It was a normal school. Okay. Es ging um eine echte School. Habe ich nicht verstanden so richtig. Ich muss das danach wieder anschauen. Ja. Ist wieder Puma, kann das sein? Ja. Ja, überall ist Puma. Die Puma-Werbung ist immer wie so ein Musikclip bei denen. Blaze Time. Forever Faster Puma. Auto. Hyundai? Mit so viel Platz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Das brauchen wir. Oh ja. Unsere Familie ist einfach zu groß. Wenn wir alle zusammen, also ich, mein Freund plus deine Familie plus noch alle anderen, die hier sind, die ganzen dann Brüder, Geschwister, brauchen wir 5 LKWs. Ja, stimmt. Ich hätte es auch von außen gut sehen wollen. Hyundai, Palisade. Merkt ihr das? Kann ich nicht. Palisade.
Das war schlimm. So wie das Leben geht schnell, oder wie? Oh, ich möchte da Essen kaufen. Ich finde auch diese Streetfood-Stände voll geil. I don't understand. Worum ging es jetzt? Um Puppen? Nöge? Um diesen Laden, oder was? Ja. Mein Gott, ihm steht die Brille voll. Es ist krass, dass das immer Fake-Brille sind, wo man die... Burger? Burger. Pangtang Burger. Bei Burger King. Ah, oh mein Gott, warum gibt's das hier nicht? Ich esse nicht mal Burger, aber die würde ich essen. Wieder Autos. Weißt du, ich will dieses Auto, ich kann nicht mehr. Es ist wieder dasselbe? Ich denke ja. Ich möchte es wirklich von außen alles sehen, weil es sieht krass drinnen aus. Haben die, glaube ich, in dem ersten Clip war das von draußen. Ja, aber nur von der Seite so. Ich möchte gerne einen kompletten Look davon haben. Da kannst du drin leben, das ist einfach wie so ein Wohnmobil. Oh ja, cool. Es sieht so schön aus, unglaublich. Italienisch? Ja. Coole Musik. Warum sind sie alle am Weinen? Weil die Musik so traurig ist. Und keins von uns versteht, worum es geht. Ja. Nara. Chicken, war doch klar. Immer wenn man nicht weiß, worum es geht, ist es Chicken. Es ist so gut, Mensch, dass man weinen muss. Wie viel essen die, wenn die solche Werben machen müssen? Wie bleiben die so dünn dabei, ist die Frage. Oh, ich liebe das in dieser Soße. Ich mag keine Soße, aber das, was knusprig ist, würde ich sehr gerne essen. Chicken. BBQ. 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 Wieder essen. Oh, das sieht geil aus. Es sieht wie Bulgur aus. Ja, ein bisschen, aber was ist das? Werden wir nie wissen, wenn jemand weiß. Eine Beilage wahrscheinlich einfach. Cookies and cream, thanks for watching. Das wär's? Yes. Oh. Also wie schnell können bitte 13 Minuten mit BTS umgehen? Es waren 13? Ich hatte das Gefühl, wir haben 5 Minuten geguckt. Wow, ja, ich auch. Ich dachte nicht, dass es so lang war. Wow, cool. Also ich hätte gern solche Werbung in Deutschland, bitte. Wäre das möglich? Ich hätte gern den Hyundai in Deutschland, bitte. Wäre das möglich? Diese Modell. Ja, dieses gibt Modell. Gibt es einfach nicht. Wisst ihr das zufällig, ob man das irgendwie bestellen kann? Weil es gibt ja Autos, die auch aus dem Ausland so dann geliefert werden, ja, wenn man die bestellt. Ich fürchte immer, wenn man sowas bestellt, dann kann man das hier zum Beispiel nicht reparieren lassen. Aber es gibt ja Hyundai-Autohäuser in Deutschland, die haben halt nur nicht alle Modelle. Ja, ja. I don't know, aber ich möchte gerne dieses Auto haben. Ja. Es ist viel zu groß für mich, aber ich will es trotzdem einfach haben. Das ist cool. Richtig cool. Also, es kommt auf unsere Liste. Was wollen wir noch? Wir wollen noch das Chicken neue... probieren. Chicken wollen wir probieren. Wir wollen das Samsung BTS-Handy. Wir wollen die neuen... Die Kopfhörer. Die Kopfhörer, die sind unglaublich schön. Oh ja. Und der Sound soll auch mega gut sein. Was wollen wir noch? Wir sollen ein Video mit Kopfhörer filmen. Ja, was stimmt. Wollen wir noch? Wir wollen alles. Wir wollen am besten auch einfach direkt nach Korea und... Das wäre die Solution für alles, was wir wollen. Das stimmt. Aber ja, leider ist unsere Firma in Deutschland. Deshalb, wir haben keine Möglichkeit. Ja. Das war's mit unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr die ganzen Werbungen noch nicht gesehen und habt die jetzt zum ersten Mal in unserem Video gesehen. Und wir danken euch, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Abonniert uns überall, wo es nur geht, auf Instagram. Abonniert auch hier unseren Kanal. Falls euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke. Wir sehen uns. Bye.